Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Internationale Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in London. US-Außenminister Blinken kündigte Hilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar an, unter anderem zur Wiederherstellung des Stromnetzes. Neben Vertretern aus 60 Staaten nehmen auch Unternehmer und Unternehmerinnen und private Investoren teil. Die Weltbank schätzt den Bedarf auf mehr als 400 Milliarden Dollar. Kabinett billigt Reform des Klimaschutzgesetzes. Vorgesehen ist, die Vorgaben für den Ausstoß von Treibhausgasen flexibler zu gestalten. Statt jährlicher Einsparziele für einzelne Bereiche, wie etwa die Industrie, zu setzen, soll künftig auf die Reduzierung von Emissionen insgesamt geschaut werden. Mögliche Spur von vermisstem Titanic-Tauchboot. Nach Angaben der US-Küstenwache registrierten Suchteams Unterwassergeräusche, bei denen es sich möglicherweise um Lebenszeichen der U-Boot-Insassen handeln könnte. Tauchroboter seien in das Gebiet entsandt worden, konnten bislang aber noch nichts entdecken. Deutschland verliert Testspiel gegen Kolumbien. Die Südamerikaner schlugen das Team von Bundestrainer Flick in Gelsenkirchen mit 2:0. Es ist das vierte Testspiel in Folge ohne Sieg für die deutsche Nationalmannschaft. Unwetter in Deutschland. In der Nacht gab es teils heftige Gewitter, Sturmböen und Starkregen. Durch den Wind wurden in zahlreichen Regionen Bäume umgeknickt oder entwurzelt. Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Straßen wurden überflutet. Die Kanalisation konnte die Wassermassen vielerorts nicht mehr aufnehmen. Und wir schauen aufs Wetter. Morgen im Westen einige Schauer und Gewitter, sonst noch länger freundlich. Später verbreitet Gewitter, örtlich Unwetter bis in den extremen Bereich. 20 bis 36 Grad.